Und wir schalten jetzt zu unserem Reporter Lutz Günther nach Görlitz. Ja, seit wenigen Minuten läuft die Kundgebung in Görlitz. Sie haben sich ja bereits vorher unter den Mitarbeitern umgehört. Wie ist denn die Stimmung? Ja, also die Kundgebung, die sollte eigentlich jetzt schon laufen, so wurde es uns zugesichert. Aber leider sind die Leute noch nicht vors Werkstor gekommen. Es wird wohl in den nächsten Minuten losgehen. Das spricht dafür, dass man hier hinter uns im Werk wahrscheinlich noch interessante Gespräche führt. Was die Stimmung jetzt im Einzelnen betrifft, so kann man sich vorstellen, die ist im Einzelnen wahrscheinlich wirklich am Boden. Denn schließlich hat man darauf gesetzt, bis vor kurzem, dass man vor Weihnachten noch Klarheit bekommt, wie es hier am Standort weitergeht. Diese Klarheit kommt nun nicht und diese quälende Ungewissheit für die Mitarbeiter, die wird ihnen wohl das traurigste Weihnachtsfest seit Jahren bescheren. Ja, die Gewerkschaft will noch einmal versuchen, einen Sozialtarifvertrag ins Leben zu rufen. Welche Chancen rechnet man sich da aus? Ja, das wird mit Sicherheit ein sehr harter Kampf werden. Aber für die Gewerkschaft ist es eben eine grundlegende Voraussetzung, diesen Vertrag irgendwie zu bekommen. Man verspricht sich davon doch bessere Ausgangspositionen für den Kampf um die Arbeitsplätze. Vor allem aber auch einzelne Bereiche hier sichern zu können. Und hier in Görlitz geht es ja vor allen Dingen um das Engineering, nämlich um die Entwicklung. Dass die Grundlage dafür ist, dass man hier überhaupt neue Produkte entwickeln kann. Wenn Bombardier bei der Hinhaltetaktik bleibt, was haben die Gewerkschaften denn dann noch in der Tasche? Naja, also wir haben vom zuständigen Gewerkschaftschef für Ostsachsen hier, von Jan Otto, gehört, dass wenn Bombardier wirklich weiterhin diese Hinhaltetaktik fährt, dass man sich dann grünes Licht bei seinen Mitgliedern holen will für langfristige Streiks hier am Standort Görlitz, genauso wie am Bautzen. Man erhofft sich davon, dass da mehr Druck entsteht auf die Konzernleitung, dass am Ende vielleicht auch Bombardier sich gezwungen sieht, irgendwann mal klares Bekenntnis abzugeben oder zumindest Zahlen zu nennen, über die man verhandeln kann. Wird sich das sächsische Wirtschaftsministerium dazu positionieren? Na, bisher war es ja so, dass der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulich ja einmal gesagt hat, also wenn sich Bombardier bekennt bis 2018 und darüber hinaus zu den beiden Standorten, dann könne man sich vorstellen, gerade in der Technologieförderung irgendwie einzusteigen und zu unterstützen. Aber davon sind wir derzeit wahrscheinlich sehr weit entfernt. Was jetzt aus dem Wirtschaftsministerium zu hören war, ist, dass man darüber nachdenkt, Spitzengespräche zu führen. Das heißt, man will mit Vertretern von Bombardier an einen Tisch kommen. Soweit wie ich jetzt weiß, ist auch geplant, dass da nicht nur der sächsische Wirtschaftsminister, sondern auch der Bundeswirtschaftsminister mit in die Runde soll. Das soll Anfang nächsten Jahres stattfinden. Das bleibt also abzuwarten, ob da diese Gespräche zustande kommen und vor allem, was unterm Strich dann rauskommen könnte. Vielen Dank, Lutz Günther in Görlitz. Dankeschön.